Moin, Svenja von der Yachtschule Eichler. Wir möchten euch ein paar Tipps geben, die euch helfen, etwas zügiger und strukturiert durch Navigationsaufgaben zu kommen, egal ob es jetzt Sport pro See ist oder Sporthochseeschifferschein. Einer dieser Tipps ist, vor Beginn eurer Aufgabe einfach mal erstmal eine Datenbestandsaufnahme zu machen. Das klingt erstmal blöd, weil es Zeit kostet. Hilft euch aber später, weil diese Grunddaten, die ihr gleich zu Beginn genannt bekommt, immer wieder gefragt sind, um Folgelösungen zu finden in den einzelnen Aufgabeschritten. Also Beispiel Uhrzeit. Wenn ihr nicht wisst, ob ihr in MEZ oder MESZ, also mitteleuropäischer Zeit oder mitteleuropäischer Sommerzeit, agiert, dann wisst ihr auch nicht, ob ihr Daten aus eurem Begleitheft, aus den Gezeitentabellen noch um eine Stunde umrechnen müsst oder nicht. Das zieht sich durch viele Aufgaben dann durch und dann habt ihr einen Datengrundbestand, auf dem ihr dann weiter aufbauen und mit dem ihr weiterarbeiten könnt. Das heißt, nehmt euch am Anfang idealerweise die Zeit, entweder eine kleine Sammlung zu machen der Daten oder vielleicht sogar eine Skizze, wie ich sie jetzt hier vorbereitet habe, die ihr dann auch fortführen könnt im Verlauf der verschiedenen Aufgaben. Also nehmen wir mal an, wir haben hier ein Boot, was aus Cuxhaven kommt und der Ausgangspunkt dieser Aufgabe sei eine Tonne in der Elbmündung. Dann kann ich mir das ja entsprechend skizzieren und im ersten Aufgabenteil wird gesagt, dass ich von der Elbmündung einen Kurs absetzen soll auf Helgoland, eine Tonne bei Helgoland und dann zwei weitere Wegpunkte folgen werden. Das kann ich mir ja alles schon mal so grob skizzieren. Dann weiß ich, in welche Richtung das geht. Und dann lege ich los mit den konkreten Daten, die dann weiter genannt sind in dieser Aufgabe. Und das sind in aller Regel auf jeden Fall ein Datum. Logisch brauche ich später, um zum Beispiel in Gezeitenkalender einzusteigen. Dann ist es üblicherweise eine Uhrzeit. Und wie eben schon erwähnt, muss ich wissen, in welcher Zeitzone bewege ich jetzt mich, je nachdem, MEZ, MESZ, UTC, was auch immer. Und oftmals wird gefordert, dass Ergebnisse in einer Bordzeit angegeben werden. Und diese Bordzeit ist auch definiert in der Aufgabe. Das muss ich also wissen. Eine Bordzeit kann wiederum auch UTC sein, MEZ, MESZ, das ist etwas, was dann in der Aufgabe gegeben ist. Das hilft also schon mal weiter, um dann später zum Beispiel einzusteigen und das Alter der Gezeit zu errechnen oder zu bestimmen. So, dann haben wir üblicherweise in irgendeiner Form eine Geschwindigkeitsangabe, zum Beispiel Fahrt durchs Wasser 6 Knoten. Und wir haben üblicherweise an dieser Stelle schon einmal eine Angabe zu den Windverhältnissen, also Ostwind, in diesem Fall mal als Beispiel. Und auch das kann ich hier schon mal einfließen lassen in meine Skizze. Das will gerade nicht. Ostwind. Und das ganze Geschehen sind ein, zwei Minuten, aber das hilft nachher später irre im Überblick, wohin ich mich räumlich bewege. Das heißt, ich kann das auch einfach schon mal nutzen, um zum Beispiel die Plausibilität von Kursangaben, die ich der Karte entnehme, einmal schnell zu überprüfen. Rate ich euch also, versucht es einfach mal und guckt, ob euch das entsprechend weiterhilft. Insofern viel Erfolg.